On the moon and beyond, astronauts face the risk of extreme radiation exposure. As NASA plans missions to go back to the moon and then onto Mars, predicting the sun's activity to protect astronauts from space radiation is one of our biggest priorities. Willkommen zurück bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert. Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum. Heute wird es bei uns außerirdisch. Wir sprechen darüber, welche gesundheitlichen Risiken Menschen bei Weltraummissionen ausgesetzt sind und wo die Raumfahrtmedizin heute steht. Wir sprechen in diesem Podcast nicht zum ersten Mal über die astronautische Raumfahrt. Kein Wunder, denn Weltraummissionen mit Crew sind aufregend, inspirierend und auch wissenschaftlich sehr interessant. Eins sind sie aber mit Sicherheit nicht, nämlich der Gesundheit förderlich. Die Liste der körperlichen Veränderungen und medizinischen Risiken von Raumflügen ist beachtlich und viele physiologische Folgen von Weltraumaufenthalten sind zumindest vorübergehend unvermeidbar. Ja, dazu zählen zuallererst einmal die Auswirkungen der Mikrogravitation. Die beeinflusst nämlich viele körperliche Systeme sehr unmittelbar. Zuallererst das Herz-Kreislauf-System zum Beispiel, führt aber auch bei längerem Aufenthalt im All zu Muskelschwund und zu einer verringerten Knochendichte. Die ersten Auswirkungen auf den Körper, wenn man ins All fliegt, zeigen sich schon innerhalb der ersten Minuten eigentlich, wenn man in der Schwerelosigkeit sich befindet. Dann kommt es nämlich sofort zu einer Verlagerung der Körperflüssigkeiten in die obere Körperhälfte. Das sozusagen wandert alles nach oben und hat einige unangenehme Nebeneffekte. Die Halsvenen und das Gesicht schwellen einmal an. Also man sieht das eigentlich Astronautinnen und Astronauten auch an, wenn man sich das so anschaut. Videos von der Internationalen Raumstation zum Beispiel. Und der Körper versucht eigentlich diesen vermeintlichen Überschuss an Flüssigkeiten durch verstärkte Ausscheidung auszugleichen. Das hat wieder die Folge, dass das Blutvolumen schrumpft. Die unangenehmen Nebenwirkungen davon lassen dann nicht lange auf sich warten. Also der Blutdruck sinkt, die Körpertemperatur steigt und Kopfschmerzen, Herzrasen, Schweißausbrüche und Erschöpfungszustände treten auf. Dabei bleibt es aber nicht. Schon nach relativ kurzer Zeit passt sich der Körper an die neuen Bedingungen an und Astronautinnen und Astronauten fühlen sich wieder besser. Der menschliche Körper ist schon erstaunlich anpassungsfähig, sogar fern der Erde. Ja, dafür, dass er sich auf der Erde entwickelt hat eigentlich und nicht für das Leben außerhalb gemacht ist, ist das schon sehr erstaunlich, wie schnell sich Leute anpassen können. Und es ist eigentlich subjektiv so, was Astronautinnen und Astronauten auch erzählen. Die ersten Stunden, die ersten Tage im All sind die schlimmsten. Da geht es einem am schlechtesten und dann sozusagen arrangiert man sich immer besser mit dieser Situation. Das ist aber schwere Arbeit. Die Schwerelosigkeit, nämlich über längere Zeiträume einigermaßen unbeschadet zu überstehen, heißt, dass man täglich mehrere Stunden trainieren muss, um vor allen Dingen eben dem Muskelschwund und dem Knochenabbau entgegenzuwirken. Ganz aufhalten lassen sich diese Effekte aber trotzdem nicht. Und in vieler Hinsicht gleichen die Folgen eigentlich interessanterweise dem Alterungsprozess, der dann halt irgendwie beschleunigt abläuft. Nämlich eine Schwächung des Knochenapparats, ein Abbau von Muskelmasse, Koordinationsprobleme, die dadurch auftauchen, Sehstörungen, die auftreten und ja, ein schwächeres Herz-Kreislauf-System zusammen mit einem auch schwächeren Immunsystem. Das ist eigentlich genau das, was wir auch bei Menschen im Alter verstärkt beobachten. Diese Effekte, die da bei Weltraumflügen auftreten, sind schon ziemlich gut erforscht. Man muss in Erinnerung sich behalten, dass Menschen schon seit mehr als 60 Jahren ins All fliegen. Aber viele andere gesundheitliche Effekte der Raumfahrt sind noch viel weniger bekannt. Die betreffen aber immer mehr Menschen, denn die Raumfahrt boomt bekanntermaßen. Und ambitionierte Nationen und auch private Unternehmen schicken Astronautinnen und Astronauten, aber auch Privatpersonen, die
genügend Zahlen ins All. Und dieser Trend dürfte sich noch weiter verstärken, wenn man sich zum Beispiel die Vorhaben für neue Mondlandungen ansieht, für Raumstationen oder sogar Flüge bis zum Mars. Und umso wichtiger wird es natürlich, die medizinischen Aspekte und die vielen Phänomene, die da vor sich gehen, bei kurzen und langen Weltraumflügen genauer zu beachten. Ja, ein sehr großes und noch weitgehend ungelöstes Problem dabei ist die Strahlung, der Raumfahrer und Raumfahrerinnen ausgesetzt sind. Je länger und je weiter sie von der Erde weg sind, umso schlimmer wird das. Auf der Erde sind wir vor der kosmischen Teilchenstrahlung ja zum Glück sehr gut geschützt, dank des Magnetfelds der Erde. Schon auf der Internationalen Raumstation ist die Strahlenbelastung deutlich höher, aber noch nicht per se ein Problem. Auch hier sozusagen wirkt das Magnetfeld der Erde noch schützend. Die ISS ist ungefähr 400 Kilometer über dem Erdboden. Aber wenn man jetzt weiter weggeht oder sich länger dort aufhält, dann steigt natürlich auch die Strahlenbelastung enorm und das kann üble Folgen haben. Hören wir dazu kurz Jens Jordan, den Direktor des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrtmedizin. Das Problem ist mit dieser Raumfahrtstrahlung, ist, dass wenn man DNA-Moleküle, also das Erbmaterial in der Zelle trifft, dann wird dieses Erbmaterial zerstört oder geschädigt. Kann dann entweder dazu kommen, dass die Zellen irreversibel geschädigt werden und zugrunde gehen, oder es kann sein, dass diese DNA-Schäden repariert werden. Und immer wenn Fehler auftreten in der DNA-Reparatur, kann es halt einerseits sein, dass Zellfunktion geschädigt wird oder dass jetzt im schlimmsten Fall vielleicht auch mal Krebserkrankungen auftreten. Und das sind sozusagen auch die Dinge, die vor denen wir halt Sorgen haben. Dass einerseits vielleicht eine Zelle geschädigt werden könnte, die wirklich wichtig für uns ist. Das könnte, stellen Sie sich vor, zum Beispiel eine Zelle im Gehirn, die vielleicht dringend notwendig ist, um bestimmte Tätigkeiten zu übernehmen. Und die wird einfach zerstört durch so ein Teilchen oder Krebserkrankungen auftreten. Das sind halt Dinge, über die man sich Sorgen macht, wo man noch nicht so richtig gute Möglichkeiten dagegen hat. Dass die ersten Menschen auf dem Mars Leukämie von ihrer Reise mitbringen, mit nach Hause als Souvenir, das wäre jetzt keine so tolle Aussicht. Auch das Risiko für viele andere Erkrankungen steigt. Hirnschäden können auftreten oder Immunerkrankungen zum Beispiel. Um Schutzmaßnahmen dagegen zu entwickeln, braucht es möglichst viele Daten dazu, was genau im Körper passiert, wenn man die Erde hinter sich lässt. Und da gibt es viele spannende neue Projekte. Genau, erst kürzlich haben Forschende den bisher größten weltraummedizinischen Datenschatz veröffentlicht und gleich auch sehr viele wissenschaftliche Studien dazu mitgeliefert. Das war von mehr als 100 wissenschaftlichen Institutionen in 25 Ländern. Und das Besondere an diesen Veröffentlichungen war jetzt eigentlich, dass die Forschenden nicht nur biologische Daten von professionellen Astronauten analysiert haben, die längere Zeit im All verbracht hatten. Das machen ja alle großen Weltraumorganisationen und Behörden schon, seit sie Leute ins All schicken. Diesmal haben sich aber viele dieser neuen Studien um die erste rein zivile Crew gedreht. Das waren 4 Astronautinnen und Astronauten, die mit einem touristischen Weltraumflug ins All geflogen sind, mit der Mission Inspiration 4. Da sind 2021 2 Männer und 2 Frauen relativ kurz, 3 Tage lang, in einer Raumkapsel des US-Unternehmens SpaceX ins All geflogen. Und die rigorosen medizinischen Untersuchungen dieser Crew liefern jetzt erstmals Einblicke in die allererste Phase der körperlichen Veränderungen, die schon nach so kurzer Zeit im All auftreten. Je mehr Daten von ganz unterschiedlichen Menschen es dazu gibt, desto mehr kann auch die Medizin daraus lernen, sagt die Krebsforscherin Susan Bailey von der Colorado State University. Die meisten professionellen Astronautinnen und Astronauten sind top trainierte Athleten und Athletinnen, muss man im Hintergrund haben. Viele haben ja auch einen militärischen Hintergrund. Aber nun kommen nach und nach mehr und mehr Daten auch von anderen, normaleren Durchschnittsmenschen dazu. Just a more diverse population of astronauts to be able to, and you know, we're getting more females, we're getting younger people, we're getting older people. I always like to mention Captain Kirk, you know, William Shatner at 90 years old, you know, got shot up into space for 3 minutes.
You know, we have this huge range now of ages and ethnicity and every, you know, it's just really a remarkable opportunity to see how different people respond. And I think it really supports the whole idea of precision medicine, space, you know, medicine for astronauts. It's just going to be so important. Insgesamt hat sich in den Studien zu den vier Kurzzeitraumfahrerinnen gezeigt, dass viele Veränderungen von Biomarkern schon nach wenigen Tagen im All feststellbar waren. Und die meisten festgestellten Veränderungen auf molekularbiologischem Level bildeten sich recht schnell wieder auf normales Level zurück. Aber nicht alle. Susan Bailey war auch schon früher an NASA-Astronautenstudien beteiligt und interessiert sich dabei insbesondere für die Auswirkung von Weltraummissionen, von Raumflügen auf die sogenannten Telomere. Als Telomere bezeichnet man so eine Art Schutzkappen an den Enden der Chromosomen, die wir haben, die sich mit jeder Zellteilung verkürzen. Das heißt, die Länge dieser Telomere gilt auch als eine Art Altersmarker. Und das ist eben auch für die Krebsmedizin interessant. Überraschenderweise hat sich da herausgestellt, schon vor einigen Jahren werden diese Telomere bei Raumflügen aber nicht, wie man gedacht hätte, kürzer, schneller kürzer durch all den physiologischen Stress, den Astronautinnen und Astronauten ausgesetzt sind, sondern im Gegenteil, sie verlängern sich sogar. Und dieser Effekt war auch bei der Inspiration 4 Crew feststellbar, die ja nur wenige Tage im All waren. Das ist aber auch noch nicht die ganze Geschichte, denn dabei bleibt es leider nicht. It's not only that telomeres get longer during spaceflight, but afterwards, when you come back, telomere length shortens pretty dramatically. And it takes a number of months, you know, to recover. You know, it does recover, but telomere length is one of the things that doesn't quite get back to where you were when you started. So they are still shorter than they were when the astronauts start. So, you know, I think there we have a real opportunity as well to think about long-term kinds of health outcomes for astronauts once they return to Earth and how can we better monitor that and improve that outcome. Also ganz den Status vor dem Flug ins All erreicht man dann nicht mehr, auch nicht nach mehreren Monaten, wenn man sich wieder regeneriert auf der Erde. Das sind aber auch noch nicht die einzigen eher ernüchternden Folgen, die aktuelle Studien zu Weltraumflügen aufzeigen. Astronautinnen und Astronauten haben also mit den Folgen der Schwerelosigkeit zu kämpfen, aber die lassen sich durch rigoroses Training zumindest teilweise im Zaum halten. Viel schwieriger ist das schon mit der hohen Strahlenbelastung, die zum Beispiel auf einem Flug zum Mars unvermeidbar ist. Und die lässt sich auch nicht so einfach durch eine Außenhülle eines Raumschiffs abschirmen oder so. Natürlich ist es wichtig, so viel Abschirmung wie möglich zu haben. Es kann aber auch passieren, dass beim Eindringen von kosmischer Teilchenstrahlung durch die Hülle eines Raumschiffs sekundäre Strahlung entsteht, die noch gefährlicher für die Gesundheit sein kann. Ja, an diesem Strahlenproblem wird ganz intensiv geforscht. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze, die verfolgt werden. So richtig die gute Lösung hat man dafür leider noch nicht gefunden. Eine Idee wäre zum Beispiel, so eine Art künstliches Magnetfeld, um ein Raumschiff zu erzeugen, um damit die Strahlung abzuwehren. So richtig realisieren lässt sich das bis jetzt aber leider noch nicht. Medikamentenforschung gibt es natürlich auch sehr viel in die Richtung. Leider gibt es auch noch keinen bekannten Wirkstoff, der jetzt Strahlenschäden von vornherein verhindern kann. Es gibt aber viel Forschung und die Hoffnung ist da relativ groß, dass es zumindest medizinische Behandlungen geben könnte, die dabei helfen, dass so durch Strahlung geschädigte Zellen sich schneller und besser wieder reparieren können. Da wird an einigen interessanten Wirkstoffen geforscht und wenn man so etwas entwickelt, käme das natürlich nicht nur Astronautinnen und Astronauten zugute, sondern das wäre auch definitiv für die Krebstherapie hier auf der Erde sehr interessant. Leider sind wir noch nicht ganz so weit und ernüchternd sind auch die Daten über die Auswirkungen der Raumfahrt auf diverse Organe, zum Beispiel die Nieren. Da haben Forschende kürzlich gezeigt, dass es auch schon nach wenigen Wochen im All zu problematischen Veränderungen kommt, die die Regulierung des Kalzium- und des Salzhaushalts beeinflussen. Je länger der Aufenthalt im All, desto größer wird das Problem. Das könnte bei Marsreisen ein erhebliches Risiko für Nierenversagen bedeuten, wie die Forschenden befürchten.
Ohne bessere Schutzmaßnahmen wäre ein Hin- und Rückflug zum roten Planeten ohne Dialyse womöglich gar nicht machbar. Auch nicht gerade lustig. Es gibt also noch ziemlich viele medizinische Baustellen, bis Menschen ja, das Weltall wirklich kolonisieren können. Dauerhaft bewohnt ist zwar schon seit langem jetzt die internationale Raumstation, wie gesagt, aber nur ungefähr 400 Kilometer über der Erde und dort herrschen ja noch relativ verträgliche Bedingungen. Wenn Menschen jetzt aber weiterfliegen und länger wegbleiben wollen, dann wird es immer riskanter. Es gibt aber interessanterweise einige Hinweise darauf, dass vielleicht nicht alle Menschen diese Veränderungen im Weltraum gleich gut oder besser gesagt gleich schlecht wegstecken können, wie der Genetiker Christopher Mason vom Weill Cornell Medical College in New York erzählt. We have the Inspiration 4 crew, which is 2 males and 2 females. So we can't make definitive claims on differences between sex, but we began to see some differences and then compared this to 64 other astronauts' data that we have cytokines from Scott Smith from Johnson Space Center. And we can start to see, again, it's early, but some evidence that females might be responding and returning to baseline faster than males. They all return to baseline relatively quickly, but it seems to be a little bit of evidence that females might return more quickly to sort of the where they were before the flight. So, I think we'd need several hundred more astronauts before we could really definitively say that's the case, but it seems to be that's the trend. Bei einem Sample von 4 Leuten kann man natürlich noch keine allgemeingültigen wissenschaftlichen Aussagen machen, aber die möglichen Hinweise, die Chris Mason hier anspricht, sind schon sehr spannend. Frauen stecken Weltraumflüge vielleicht besser weg als Männer. Das ist zumindest eine interessante Hypothese, die die Forschenden in Zukunft weiterverfolgen wollen. Ja, ich finde es jedenfalls super, wenn eine Frau zum ersten Menschen auf dem Mars werden würde. Den Mond haben sich ja bisher nur lauter Männer unter den Nagel gerissen. Ja, das wäre nur ausgleichende Gerechtigkeit. Noch vor dem Mars kommt aber definitiv wieder der Mond dran. In den nächsten Jahren wollen ja gleich mehrere Nationen wieder Menschen zum Erdtrabanten bringen. Der neue nationale Space Race spielt sich hauptsächlich zwischen den USA und China ab, diesmal und jeweils mit anderen Partnern an der Seite. Beide Länder wollen auch Mondstationen errichten, die dann eines Tages auch als Zwischenstopp für Flüge zum Mars fungieren könnten. Technologisch gesehen kann man all diese Dinge schon längst machen. Auch Leute zum Mars schicken ist eigentlich mehr oder weniger möglich schon heute. Aber aus medizinischer Sicht ist das jetzt ratsam? Und wird man diese großen gesundheitlichen Probleme, über die wir jetzt gesprochen haben, wird man die überhaupt lösen können? Hören wir dazu noch mal kurz den Weltraummediziner Jens Jordan. Ich denke schon, dass man es lösen wird. Und ja, also es ist nicht so unwahrscheinlich, dass in gar nicht mal so vielen Jahren deutlich mehr Menschen im Weltraum leben als jetzt. Also erstmal, ich glaube auch mit dem Mond, das ist auch recht wahrscheinlich, dass da nicht so ferner Zukunft, also der Mensch nicht einfach mal eine Stippvisite hinmacht, sondern auch da bleibt oder vielleicht mal auf Mondstationen lebt. Also ich glaube, das ist schon recht wahrscheinlich. Ich glaube, die Reise zum Mars ist noch ein Stück hin, aber ich glaube, das wird man irgendwann auch machen. Ich glaube, die Menschen sind einfach so. Ich glaube, man versucht immer hinter den Horizont zu kommen und ein Stück weiter zu gehen. Den nächsten Besuch von Menschen beim Mond soll es übrigens in ziemlich genau einem Jahr geben. Da sollen dann erstmals nach dem Ende der Apollo-Missionen 4 NASA-Astronauten zum Erdtrabanten fliegen. Eine Landung ist zwar bei dieser Mission noch nicht geplant, das soll dann in den Folgejahren wieder gemacht werden. Wir halten euch jedenfalls am Laufenden dazu. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft. Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert. Und ich bin Tanja Traxler. Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. On the surface of the Moon or Mars, astronauts can go underground or build shelter with local materials. But in transit, astronauts can only be protected with what's on the spacecraft. Which means that you might have elements on a spacecraft that have multiple purposes.